Der kann das! Hoppa! Wir zwei! Ja, ich bewundere dich. Aber die sind wirklich hoch. Dagmar Koller, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freue mich auf dich. Bitte red viel, weil ich bin sehr heiß heute. Bist du jetzt außer Atem? Bitte nimm einen Schluck. Außerdem nicht nur außer Atem. Ich schäme mich ja. Mit dem Georgi habe ich ja nie gewusst, warum habe ich schnell so hohe Schuhe angezogen, weil da will ich ja nur bis daher gehen. Aber wir sind so froh, dass du gekommen bist. Du warst gestern noch in New York. Ja, wieso weißt du das? Die Medien haben es mir erzählt. Hast du dir dort Musicals angeschaut und hast du dich schon auf heiße Tanzszenen einstimmen können? Ich habe so herrliche Tanzszenen gesehen, dass ich eigentlich gedacht habe, ich werde nie mehr tanzen. Nur mal so tun, als ob. Aber die waren so fantastisch. Die waren vor allem in der Hello Dolly, die sind richtig geflogen. Wie die Skifahrer in der Luft fliegen, waren diese Tänzer so, als hätten die nie einen Boden. So toll. Ja. Wir sind ja auch geflogen letztes Jahr, Georgi, oder? Wie die Schwebenden. Wir hatten ja fast kein Gewicht auf der Tanzfläche. Ich fliege immer noch. Du, wir wollen uns gemeinsam landen. Und weißt du das, wie ihr gesagt habt, ob wir da reintanzen? Habe ich gedacht, er ist ein Tänzer. Er ist Tanzlehrer, oder? Du hast mittlerweile Tanzlehrerprüfung gemacht. Genau, Ausbildung, Nein, Prüfung. Das ist jetzt witzig. Wir erinnern uns jetzt kurz zurück, wie es vor einem Jahr war. Und der Fleiß wurde belohnt. Es gab nicht nur Zuspruch von Dagmar Koller, auch das restliche Dancing Stars Publikum war dem russischen Charme bald erlegen und wählte den Ruskaya Frontman bis ins Finale. Ein Traumkandidat. Ja, vor allem, der hat ja eine Traumtänzerin da gehabt. Ja, ja. Und seine Maria tanzt jetzt mit unserem Martin Fertini. So ist alles verbunden. So ist alles, alles fügt sich in einen zu. Sag, ist die Maria sehr streng, Georgi? Die Maria wurde irgendwann sehr streng mit mir, weil sonst holt man aus mir ja schwer was raus. Das stimmt. Ja, das ist so ein Talent. Ich habe das ein bisschen gebraucht. Dass sie ein bisschen streng war, war für mich gar nicht so verkehrt. Aber irgendwann wird man halt auch müde, der Körper wird müde, nicht? Und dann gibt man gerne ein bisschen weniger. Ja, andererseits, man baut ja auf, man baut riesige Muskulatur auf, auf den Beinen und es fällt immer leichter, auf eine gewisse Art. Immer schwieriger, ehrlich. Immer schwieriger. Muskeln hätte ich immer genug gehabt. Aber die Kondition fehlt ja, wenn man dann nicht jeden Tag übt und tanzt. Aber Dagmar, du hast ja getanzt, du hast gesungen, du hast alles verbunden. Also das ist ja auch wieder was anderes, ne? Wenn man das auf der Bühne sofort bringen muss. Ja. Und das hast du immer können. So wie du. Naja, ich habe schon wieder abgebaut. Hast du nicht abgenommen damals? So 7-8 Kilo maximal. Nicht so viel eigentlich. Abnehmen finde ich furchtbar schwer. Ja. Ich will nur ein Kilo weg haben, weil ich so ein schönes Schokoladebauchel gekriegt habe. Weil ich so gern Schokolade habe. Und jetzt bringt mir jeder eine Schokolade mit. Und jetzt kann ich nur Schokolade immer essen, weil sonst ist bei mir nichts zu Hause. Aber Ostern steht vor der Tür, ist ganz gefährlich mit den Schoko-Osterhasen. Aber jetzt weiter, Dancing Stars, Sportler sind diesmal dabei. Die haben immer gute Chancen, gell? Und die gewinnen immer. Weil die sind immer vorne dabei. Also der Schoko Schachner haben wir gesehen, der eine und die Nicole Hosp. Also wir haben zwei, eine Skifahrerin und einen Fußballer. Wie werden die Chancen diesmal sein? Für die Hosp, die Daumen. Ja. Das ist so mit der Lenker, woher Lenker, schau. Also er ist der Fußballer und er ist gut. Ich habe heute schon ein bisschen bei den Proben zuschauen dürfen. War unfassbar. Also der hat Talent. Und auch die Niki Hosp, die sind beide Sportler, die sehr viel Gefühl auch für Kunst, also für Verena, du warst ja so sensationell, wie du das gemacht hast. Naja, aber das ist ja... Wieso ja. war das so toll? Weil du hast ja gewonnen, ihr habt ja gewonnen. Wir haben damals, der Florian Scheid und ich haben gewonnen. Das war eine schöne Zeit. Ich meine, es war ein wunderschöner Abschlusstanz. Aber ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass es der Georgi wird. Ja, ich habe gewettet. Ja. Ich habe auf dich gewettet. Ja, da habe ich gemacht. Tust du jetzt noch ein bisschen tanzen? Weil wir beide haben jetzt nicht gewusst, was macht man da bei Gesellschaft. Wir wurden so reingestochen, so tanzt. Das
gewechselt. Der nächste Kandidat, einer hat wirklich Pech gehabt, der Martin Leutgeb. Hast du das gehört, Dagmar? Ja, der hat sich am Tag der Präsentation die Achillessehne, gerissen. Und dann ist für ihn der Volker Piszek jetzt eingesprungen. Wunderbar. Ist es besser, was glaubt ihr, ist besser, dass man gleich hineingeschmissen wird ins kalte Wasser oder dass man sich mental schon auf diese Zeit vorbereiten kann? Nein, gleich hineingeschmissen, sage ich. Ja? Schocktherapie. Ist immer das ist immer Effektivste, gleich rein, ohne vor lang reden, absolut, vorbereiten, ist gut. Mhm. Weil man kann sich dann nicht einkrampfen, also man spielt ja dann alle Szenarien wahrscheinlich, auch unangenehme Szenarien durch. Ja. Also der Volker ist dabei, es ist der vierte Kandidat und dann haben wir gesehen noch, als Schluss, wir müssen die Herren ja durchgehen, der fünfte war der Norbert Schneider, der ist ein Riese. Der Sänger. Der Sänger, genau. Ein Kollege. Ja, ein Kollege von dir. Hilft Größe, wenn man sehr groß ist beim Tanzen, oder ist es eher schwierig? Na, es ist, ich glaube schon, eine gewisse Größe ist nicht verkehrt. Ja? Andererseits, wenn man da kleiner gebaut ist, ist man so windiger, ja? Vielleicht ein bisschen. Ja. Er ist ja groß und schlank. Also das vor allem kann man beim Großen lachen, wenn da was daneben geht, weil das ist ja dann so richtig groß da oben. Ja. Und glaubst du, dass Musiker immer einen Vorteil haben, weil sie einfach musikalisch sind? Ja, Musikalität, Rhythmusgefühl, er ist noch dazu Musiker, weiß Songstruktur aufbauen, das hilft schon sehr, so ein bisschen sich zu orientieren. Ja. Ja. Man merkt quasi Refrain dieser Move, Strophe dieser Moves und solche Sachen, also das bringt schon. Hast du gelernt nach Schritten, also nach der Choreografie oder nach der Musik? Ja, natürlich Kombination daraus. Also zuerst, ich wusste, dass da, zu diesen Zeilen gibt es diese Schritte und da waren so auch so ein paar Eselsbrücken, ja, wenn das dann ist, dieser Move und so. Wie hast denn du das gemacht, dass du so weit eben gewonnen hast? Man muss jetzt ganz sagen, der Flotschi Gscheider hat mich schon ordentlich durchgehetzt. Ja? Also, ich bewundere das sehr, weil ich ja vom Ballett komme und diese Gesellschaftstanzerei ist für mich irrsinnig schwer. Ich kann gut Walzer am Philharmonikerball tanzen und das war's. Und das andere gehe ich immer weg. Aber immerhin, das ist schon super, wenn man einen guten Walzertänzer findet. Otto Retzer ist dann der letzte der Herren. Und das, glaube ich, ist ein bisschen dein Favorit, gell? Der Otto. Naja, weil der wird viel Humor hineinbringen, nicht? Ja, oder also zumindest, außer er verletzt sich, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Schon stark. Ja, stark, ja, da steht er. Und er ist Kärntner, das müsste ja deinem Kärntnerherz gut tun. Also du sagst, der Otto Retzer ist so, der könnte mit seinem Humor punkten. Womit kann man noch punkten bei Dancing Stars? Na, schon auch, wenn man weit kommt, wenn man wirklich zeigt, dass man es mit Disziplin versucht zu lernen. Mhm. Ich finde schon, man sollte wirklich auch immer beachten, wie weit einer gekommen ist. Zum Beispiel, wie weit ist doch die Jess Kitty gekommen? Mhm. Weil sie sich bemüht hat. Und das hat jeder von den Zuschauern gespürt. Sie bemüht sich. Absolut. Aber wenn man das von Anfang an, da war eine dabei, die sehr berühmt ist, ich sage ihren Namen nicht, also weil ich nicht frage, brauche ich nicht. Das ist blöd, weil die Tänzer üben ja wirklich ganz schwer mit denen. Das ist Schwerstarbeit. Schwerstarbeit, ja. Ich sage immer, also ich hätte nicht die Kraft, das noch einmal zu lernen und würde es auch nicht erlernen können, weil ich faul bin. Das glaube ich nicht. Nein, du hast Disziplin auch gelernt. Ja, aber vom die Theater Disziplin habe ich mit einem großen Löffel gegessen und jetzt esse ich Schokolade lieber. Jetzt geht es. Mit dem gleichen Löffel. Hast du einen Liebling bei der Staffel oder so Favorit natürlich die Maria? Ich setze natürlich auf die Marias Schule. Ja, die Marias Schule. Die ist natürlich vom Feinsten. Ja. Und auch musikalische Eigenschaften von Martin. Ja. Ja, stimmt. Also, Martin, also ich glaube auch der Ferdini. Der Ferdini ist gut. Ja, Ferdini. Weil man sieht ihn gerne. Ja. Und er hat, ja, aber das ist gemein. Ich finde, ich habe gehört, der Walter Schachner, no, bitte. Nein, die Sportler, wir sehen, die sind immer... Alle sind für sich, für jeden drücken wir die Daumen, für den Volker auch. Natürlich, natürlich, aber weißt eh, wir natürlich, weil der Martin Ferdini auch immer wieder heute Leben moderiert, ist er natürlich uns sehr verbunden und den Florian Gscheider sowieso. Der tritt mit der Monika Weinzettel an. Also es ist wieder, glaube ich, eine schöne Mischung. Wir drücken fest die Daumen für alle. Ja. Für alle, weil es wird eine harte, aber wunderschöne Zeit. Doch, ja. Ja, eine wunderschöne Zeit. Und man soll jeden Tag genießen. Und auch wenn es einmal drückt, irgendwo. Und es gibt viele Stellen, die man vorher nicht gewusst hat. Gell, Georg? Es gibt ja Hüften. Man weiß gar nicht, was man alles am Körper trägt. Die Luft geht mir aus. Alles, alles. Man spürt den ganzen Körper. Aber man wird so belohnt mit einer herrlichen Zeit. Dagmar, danke, dass du gekommen bist. Danke. Direkt aus New York zu uns. Und dann geht es. Danke. Danke, es passiert. Ihr zwei haben so schön geblieben. Ihr habt es wunderschön gemacht.
Wir sind am Ende. Am Ende kann man nicht sagen, es beginnt. Ich habe wirklich gedacht, dass er, weil ich ihn ja damals so in Erinnerung habe, wie er getanzt hat, habe ich ihn in Erinnerung, dass er der Tanzlehrer ist. Und da habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Und er hat sich auch gedacht, was macht die Cola jetzt? Wir sprechen noch weiter, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Weiter geht's mit heute konkret um Marvin Wolf. Wiedersehen.